Den kann man brechen. Brechen nicht. Brechen, zerstören, nenn es wie du willst. So, hier kann man nicht sprechen. Hier ist keine Chance. Nenn es wie du willst. Ich glaube, dich kann man brechen. Meine Aussage war, wenn er hier wäre und er wird noch mir gegenüber irgendwas so provozieren, frech werden oder wegen irgendwas, ne, dann wäre es passiert, hundertprozentig. Ja, wir sind ja alt genug. Weißt du, ist die Tür. Das passiert. Okay. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Face-Off vor NFC 13 am 25. März in der Westfalenhalle in Dortmund, wo diese beiden Herren endlich aufeinandertreffen. Maurice Adorf, Anastasios Ratsioliadis, eigentlich hätte der Kampf ja schon im Dezember bei NFC 11 stattfinden sollen. Die Geschichte kennt inzwischen jeder. Jetzt wird das Ganze nachgeholt im März und wir haben die beiden hier am schwarzen Tisch. Ihr kennt das Format, meine Herren. Es wird ein bisschen gestichelt. Hier werden Tatsachen ausgesprochen. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich würde mit dir mal anfangen, Maurice, denn du hattest schon Black Table. Du bist das Ganze ein bisschen gewohnt. Als der Kampf im Dezember geplatzt ist wegen der Übergewichtsgeschichte, hatten wir uns ja schon unterhalten und haben überlegt, wird das Ding nachgeholt oder nicht. Alle hatten natürlich Bock auf den Fight. Ich glaube, ja, alle haben in der Halle sich an dem Tag aufgeregt, dass das Ding nicht stattgefunden hat. Und der Großteil der Fragen, die ich bekommen habe, als angekündigt wurde, dass der Kampf jetzt nachgeholt wird, war, wieso nimmt er das eigentlich nochmal an? Weil das Risiko ist ja schon da, dass dir dasselbe nochmal passiert. Und du warst ja im Dezember selber noch so ein bisschen unschlüssig, ob du das verschieben würdest, ob du es nochmal machen würdest oder nicht. Warum hast du es jetzt angenommen? Ja, das Ding ist, wir haben ja im Dezember dieses, wie nennt man das, Pressekonferenz oder sowas gehabt. Da war ich auch sehr abgefuckt noch, weißt du. Das war Tag des Events, ich habe gerade das Event gesehen, ich war übertrieben abgefuckt, weil es dann halt nicht geklappt hat. Oder wegen seiner Story, die er gemacht hat, war ich mehr abgefuckt. Der hat sein Gewicht nicht geschafft, okay, passiert, aber wegen der Story war ich schon krass abgefuckt, weißt du. Aber dann, mit der Zeit, so, ich wusste nicht, ob der Kampf zustande kommt. Es ist eigentlich so passiert, dass ihr, also Fighting und NFC, so mich gefragt habt. So, also ich habe gemerkt, ihr wollt den Kampf. Ich habe auch so online gesehen, dass einfach viele den Kampf sehen wollen. Die haben sich krass drauf gefreut. Vielleicht sogar mehr als auf den ersten geplanten Kampf, den ich eigentlich hatte, weißt du. Und ich habe dann einfach direkt gesagt, also ich habe dann natürlich gehört, dass er das Testgewicht gemacht hat. Dass er das also getestet hat, geschafft hat. Und dann war für mich eigentlich nichts mehr im Weg, weil ich habe auch Bock auf den Kampf. Und habe ich gesagt, okay, ich spreche mit meinem Manager, Trainer, Kamel. Nächsten Tag gesprochen, der hat auch gesagt, klar, machen wir. Und dann angenommen. Also ich gehe davon aus, dass er sein Gewicht bringen wird. Ich mache mir jetzt nicht Gedanken darum, dass er es nicht macht, weil das hat nichts in meinem Kopf zu suchen. Weißt du, für mich jetzt, wir kämpfen am 25. hier und fertig. Hätte er den Kampf im Dezember schon annehmen sollen? Nee, also er hatte vollkommen recht, dass er den Kampf nicht angenommen hat. Das habe ich schon öfter gesagt. Also es war sein volles Recht, dass er den Kampf nicht angenommen hat. Weil es war nicht sportlich von mir. Von ihm war das sportlich. Kannst du verstehen, dass er auf diese Story ein bisschen angefressen reagiert hat? Wir haben ja im Interview schon drüber gesprochen. Ja, wir haben schon darüber geredet. Ja, ich kann es verstehen. Kann ich verstehen. Was danach so kam von ihm, ist ja sein Ding, wie er so groß geredet hat. Die Frage ist, ob er es einhalten kann. Im Cage drinne. Wird es ja alles zeigen. Aber wie gesagt, er war abgefuckt, ich war abgefuckt. Er hat das Recht dazu und ja. Jetzt habe ich ja diesen Test gemacht, Wiederholungsgewicht und wie er schon gesagt hat gerade, es wird nicht mehr vorkommen. Ich werde mein Gewicht haben und dann sehen wir uns am 25. März da drinne. Wir haben vor ein paar Tagen oder vor zwei, drei Wochen ein Interview mit ihm gehabt. Da hat er gemeint, er hat das jetzt gerade auch nochmal anklingen lassen. Er fand das Interview von dir im Podcast warst, du hast gesagt Pressekonferenz, war nicht so glücklich damit, mit den Aussagen. Kannst du das nachvollziehen? Naja, nochmal, ich wäre auch nicht glücklich, wenn ich sowas hören würde, dass jemand sowas sagt. Aber wie gesagt, ich war halt auch krass abgefuckt da noch. Ich habe gerade das Event gesehen. Ich wusste, ey, eigentlich sollte ich hier einer der Hauptkämpfe haben, weißt du? Nochmal, war abgefuckt und ist halt so. Im Endeffekt kämpfen wir jetzt am 25. und alles hat seinen Weg genommen, weißt du? Deswegen. Probe-Weightcard hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen. Nee. Aber ich habe ich habe gesehen, dass ihr es gepostet habt. Ich habe es gehört. Aber ich habe von einem Kollegen gehört, dass der 66,7 gemacht hat. Es waren noch 70 Grad. Also, ja, okay. Also, wenn das geplant war, also ich wusste jetzt nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob es geplant war. Geplant? Ja, es war geplant. Wir haben mit Max Merten und so geredet und dann hat er gemeint, es würde reichen. Ah, okay. Okay. Es war ja auch zwei Wochen nach der Veranstaltung gleich. Ja, also da habe ich gar nicht irgendwie. Am 24. reicht es nicht. Warte, mach dir einen Kopf. Du wirst mit mir schon im Catch reingehen. Das wäre jetzt die Frage. Also wenn da mal angenommen ein halbes Kilo mehr steht? Wird nicht stehen. Kampf in der Stadt. Der Kampf in der Stadt, in dem Gewicht, wo er will. Kein Problem.
Kampf findet statt. Klärt uns nochmal, wenn wir jetzt immer beim Thema Gewicht sind, nochmal auf, wie genau das alles damals war. Wir haben es im Interview schon versucht, ein bisschen aufzudröseln. Da waren ja zig verschiedene Zahlen, die da im Raum standen. Erst waren es 5 Kilo, dann waren es 4 Kilo, dann waren es 1,5, 2,3, 4, irgendwas. Wie viel Kilo Übergewicht war da am Ende und was kam bei dir am Ende an? Ja, ich weiß das selber noch nicht so genau, deswegen. Also am Ende des Tages, wo ich auf die Waage, letzte Waage draufgegangen bin, war Max Merten da und die Gamma. Und da war 68,3 drauf. Kannst du auch fragen? Ja, nein, nein, dann ist alles. Nee, kannst du auch Max Merten fragen. Dann ist alles so, wie ich es aber gehört habe. Ja? Ja, ja. Also am Ende 2,3 drüber. Und die 5, die zuerst im Raum standen, oder 4, war. Das war das der war erste Versuch. Ja, das war der erste Versuch. Okay, das alles war klar. Beim allerersten dann haben wir das aus der Welt geschafft. Aber es ist ja, also es ist ja jetzt, um mal ein Missverständnis aus der Welt zu schaffen, ich habe auch nichts anderes gesagt, es ist ja 1,3 über dem, was wir eben angeboten haben. Nee, am Anfang hieß es ja nur, dass es 5 Kilo ist. Nein, was da gepostet wird, habe ich nicht in der Hand, weißt du? Oder wie das gepostet oder wie das alles gut, ist. Lach, was da passiert ist, kein Problem, weil ich drum herum haken jetzt. Hast du damit gerechnet, dass das Feedback so extrem wird nach deiner Story? Also nicht mehr nur von ihm, sondern auch von den Leuten in den Kommentaren. Weil du warst ja bis dato eigentlich immer ein absoluter Fanliebling. Die Leute standen hinter dir, die fanden deinen Stil geil. Und auf einmal kamen da relativ viele böse Kommentare. Ja, das ist vollkommen normal. Wenn man damit nicht rechnet, dann bist du hier falsch. Das ist vollkommen normal. Das war ja scheiße von mir, das gebe ich ja zu. Wie gesagt, das war scheiße. Aber ja, dann nach der Sache war mir schon bewusst, okay, da wird was kommen. Aber es ist passiert. Machen wir einen Haken dran an die Nummer, würde ich sagen. Am Ende des Tages hat das ja vielleicht dem Kampf sogar nicht mehr geschadet. Ihr habt zumindest den Vorteil, dass ihr jetzt in der Riesenhalle hier kämpft. Die Westfalenhalle bei uns im Hintergrund, das wird mit Sicherheit eine tolle Stimmung. Du hast zumindest ein bisschen Heimvorteil, kann man sagen. Im weitesten Sinne, du musst ein bisschen weiter anreisen. Lass uns über den Kampf sprechen. Tasso hat einen Stil, der, ich habe es gerade schon gesagt, sehr, sehr publikumsfreundlich ist. Deswegen hat er sich eine Menge Fans gemacht in den letzten beiden Jahren. Deswegen habe ich Bock auf den Kampf. Deswegen habe ich den ja auch nochmal angenommen. Oder von vornherein angenommen. Weißt du? Ich kannte seinen Stil, ich habe seine Kämpfe vorher auch gesehen, ohne dass ich wusste, dass ich gegen ihn kämpfe. Was für einen Kampf erwartest du? Explosiven Kampf. Hohes Tempo. Von Anfang an. Nicht kein Schach oder sonst was. Das wird, ich denke, hohes Tempo. Er ist ja einer, der drückt, der nach vorne kommt, der Bomben wirft. Genau, das ist ja das Ding. Und ich werde auch nach vorne gehen und drücken. Und dann, wenn beide nach vorne wollen, prallen beide aufeinander. Und das ist das, was die Fans sehen wollen. Wie kannst du ein Szenario verhindern, wie im Kampf gegen Wiens, der ja auch nach vorn gekommen ist, auch Bomben geschlagen hat, auch keine Gefangenen gemacht hat? Ja, das allererste ist ja, dass bei Wiens alles schiefgelaufen ist. Auch. Also ich habe meinen ganzen Stil geändert. Das war bei Wiens dieser eine Schlag. Ich hatte da braucht man nicht drüber reden, da war Stiländerung und ich war einfach nicht. Also ich habe Sachen geplant in dem Kampf. Ich habe in der Kabine noch Sachen geplant, wie ich auch schon voll oft zu euch gesagt habe, boah, ich konter den gleich genau so aus. Man darf nicht planen. Geh rein, wenn du vorbereitet bist, nimm alles seinen Lauf. Weißt du? Das ist das Ding. Und ich trainiere jeden Tag mit Leuten, die wirklich, die auch pressen, drücken. Also du kennst die Leute selber, weißt du? Also das, so einen Druck, wie ich im Training bekomme, kann mir kein einziger Kämpfer bei NFC geben, bei 66. Hundertprozentig nicht. Im Stand-up. Weißt du? Und ja, ich bin gespannt. Das werden wir sehen. Was hältst du von seinen Skills? Er ist ja am Anfang sehr, sehr viel gehypt worden. Nicht nur wegen dieser ganzen McGregor-Nummer, sondern weil er auch einen sehr, sehr, ich sag mal, unorthodoxen Stil hatte, sehr, sehr kreativ war. Ja, einen guten Stil auf jeden Fall. Guten. Aber ja, den kann man brechen. Brechen nicht. Brechen, zerstören, nenn es wie du willst. Also hier kann man mich nicht brechen. Hier ist keine Chance. Nenn es wie du willst. Ich glaube, dich kann man brechen. Ich glaube, dich kann man brechen. Ah. Ich denke, ich habe dich schon brechen sehen. Stimmt. Ja. Ich dich auch. Aber ich habe dich im Kopf brechen sehen. Echt? Ja. Okay. Das ist ein Unterschied. Körperlich. Und du wurdest noch nie im Kopf gebrochen? Körperlich? Nein, im Kampf noch nie. Noch nie gebrochen. Hier noch nie. Hier noch nie. Noch nie gebrochen. Ja, nicht Quatsch war immer schon deine Stärke. Nicht im Kampf, nicht im Training, nicht im Leben. Quatsch war schon immer deine Stärke. In welchem Kampf wurde das so gebrochen, deiner Meinung nach? Als er gechoked wurde. Und gegen Wettek hat er auch abgebaut, umso länger der Kampf ging. Wir brauchen nicht überreden. Ich finde, er ist ein guter Kämpfer. Ne? Super. Explosiven Stil feiere ich auch. Also, als ich Kämpfe gesehen habe, fand ich geil, die Kämpfe, weißt du? Ich habe die gesehen. Das Wichtigste ist, ich verbreche kurz, du hast damals meinen ersten Kampf sogar kommentiert bei GMC Olympics. Echt? Ja. Als ich kommentiert habe, hast du gekämpft? Mhm. Krass. Da war ich, glaube, 17 oder 18. Ich habe bei Olympics 2-3 Amateurveranstaltungen kommentiert. Das war damals in Gelsenkirchen bei einem kleinen Raum da drinnen. Ja, doch, da habe ich krass. Das war witzig. Hat er das gut gemacht? Ja, also richtig kommentiert? Kommentiert er gut, ja. Also zwei ist kein Angriff oder so. Es war nur so rausgewählt. Das wusste ich nicht. Doch. Aber wenn du sagst, du hast ihn schon brechen sehen, wo hast du ihn brechen sehen? Ich glaube, er meint eher körperlich, als ich verloren habe oder sonst was.
Ich finde, beim Xander Wien ist er gebrochen. Nach der Niederlage. Man muss aber sich wieder aufbauen nach so einer Niederlage. Nach so einem Show muss man sich ja wieder ein bisschen wieder aufbauen. Ob es nicht so ist, kann ja sein. Aber ich sage, ich denke mal, der ist da gebrochen worden. Da muss man sich ja wieder aufbauen, aber das ist ja schon 3 Jahre her, oder? Das ist ja schon 3 Jahre her. Und er hat ja gesagt, er hat trainiert jetzt, Gym gewechselt, Strategie gewechselt. Also wenn du das alles wechselst, warst du auch mal gebrochen. Sonst wechselst du das alles nicht. Strategie, ja, Kopfsache. Der Wechsel war ja erst 2 Jahre nach dem Wienskampf. Oder? So. Also der hat andere Gründe gehabt. Genau, aber nee, ich meine, dass du alles, wie du sagst, gewechselt, Kampfstil, nicht in der Kabine nachdenken, wie man auskommt. Ja, Fehler gemacht. Ja, Fehler macht jeder, habe ich genauso gemacht, wie du sagst. Ja. Tasso, hab natürlich eine Sache jetzt gesagt. Der Kampf ist schon über 3 Jahre her. Du hast eine lange Pause hinter dir, unfreiwillig, viele Verletzungen und so weiter. In der Zeit, in der du überwiegend an der Seitenlinie stehen musstest, weil du konntest ja lange Zeit auch gar nicht trainieren mit Schulterverletzungen und so weiter, hat er seine Karriere in Gang gebracht. Die letzten 2 Jahre ist er durchgestartet, wie eine Rakete nach oben, Series abgeräumt, ja, auch mal verloren, aber sich eben viele Fans erarbeitet. Der Kampf gegen WTEC, Riesending gewesen, Halle hat gekocht, sicherlich Showstealer an dem Abend. Ist das ein Vorteil, den er mitbringt, dieses Momentum im Rücken? Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du 2 oder 3 Jahre gekämpft hast oder nicht gekämpft hast. Weißt du, da braucht man nicht drüber reden. Ich habe ja schon im anderen Interview zu dir gesagt, so, du kannst mich fragen, was meinst du, wie ist es? Ich weiß nicht, wie es ist, 3 Jahre nicht zu kämpfen. Weißt du? Keine Ahnung, wird man sehen. Aber ich bin selbstbewusst. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wie ich trainiere. Und ich werde meine Leistung und meine Performance hier im Käfig bringen. Ja. Alles andere ist nur Spekulation. Auf der anderen Seite, Tasso, hat er natürlich den Vorteil, dass er solche Hallen hier kennt. Das ist er gewohnt. Hat schon eine Menge Hype gehabt im Laufe seiner Karriere. Kann auch das ein Vorteil sein, wenn man in solche Drucksituationen umgehen kann? Klar. Klar kann es ein Vorteil sein. Aber stört dich nicht? Nee. Stört mich das gar nicht. Freut mich ja sehr. Dass ich dann eher so in seinem Game reinkomme und ihn da brechen werde. Du wirst mich nicht brechen. Vergiss das mit dem Brechen. Versteif dich nicht zu sehr aufs Brechen. Das werden wir alles ja am 25. März sehen. Die größte Dönung. Werden wir alles da drinnen sehen. Das Ding ist, ich spuck auch keine Töne. Merkst du? Du redest die ganze Zeit von Töne, Quatschen. Wenn wir deine ganzen Interviews sehen und deine Aussagen, dass du mich attackieren würdest, alles drum und dran. Es wäre auch passiert. Ich sag dir, an dem Tag, meine Aussage war, wenn er hier wäre und er wird noch mir gegenüber irgendwas so provozieren, frech werden oder wegen irgendwas, ne, dann wäre es passiert, hundertprozentig. Ja, wir sind ja alt genug. Weißt du, ist die Tür. Das wäre passiert. Okay. Spart euch das lieber für den 25. Ich denke nicht, das war so ein Ding. Das wäre passiert, 100%. Ja, also, so abgefuckt, wie ich war. So alles gut, wie ich alles war, gut. Mit allem drum und dran. Alles gut. Also ich sage keine Sachen, die nicht so sind. Ich kann natürlich mir schon vorstellen, dass du nach 3 Jahren Pause und immer wieder Rückschläge, dann der Event im Oktober nicht stattgefunden, endlich dann soll es im Dezember stattfinden, dann klappt das Ding wieder nicht, wieder ein Camp umsonst, dass du dann natürlich angefressen bist. Ist das etwas, das du in diesen Kampf mit reinnimmst? Dieses, ich will dir das jetzt heimzahlen, oder hackst du das ab? Das sollte man nicht machen, glaube ich. Keine Emotionen mit reinbringen oder sonst was. Einfach. Ist Sport. Der nächste Kampf ist immer der nächste Kampf. Weißt du? Ist immer dasselbe Ziel, was man hat. Man will gewinnen. Man muss klaren Kopf behalten. Nicht so, egal, Provokation, alles hin oder her. Passiert so. Ist normal in diesem Sport. Ne, wir kämpfen, das ist keine Ahnung was. Ne? Aber einfach reingehen und das mit dem Kopf reingehen zu gewinnen, egal wie, ohne Emotionen, ohne alles, weißt du, egal wer vor dir steht, du willst gewinnen, fertig. So Respekt ist immer da, weißt du, was ich meine, also wer keinen Respekt hat, ist falsch, weißt du. Natürlich ist es manchmal so, manchmal gibt es Trash-Talk und so weiter, aber einfach rein, kämpfen. Ich hab einfach Bock zu kämpfen, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, in wie vielen Interviews oder sonst was, aber ja, 2 Monate noch. Was ist, wenn er am 25.03. dasteht oder am 24.03. mit 2 Kilo Übergewicht? Dann sage ich mal so, auch wenn ich ihn dann, sage ich mal, nicht annehmen will, werde ich ihn annehmen. Weil du das Gefühl hast, du musst es dann machen? Ja, ja. Aber das ist nicht irgendwie von ihm seine Schuld aus, sondern von meiner Schuld aus. Weil ich ja der Grund bin, dass der erste Kampf nicht stattgefunden hat, bin ich ja der Grund gewesen. Darum. Also nicht von ihm, sondern von meiner Schuld aus. Schon. Willst du dir selbst beweisen dann? Ja, sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Also, und ich weiß, du sagst, das Gewicht steht safe, aber ich stelle die Frage nochmal. Was ist, wenn er mit 0,5 drüber dasteht? Was ist, wenn er mit 5 drüber dasteht?
Spielt das eine Rolle? Oder wie? Das mit dem Szenario habt ihr euch ja mit Sicherheit auseinandergesetzt. Kannst die Frage jetzt auch stellen, was, wenn er mit 2, 2,5, 3, 3,5, weißt du, das wird man sehen. Also ich denk nicht, dass der drüber sein wird. Ob er am Anfang oder so drüber sein wird, wenn es 500 Gramm sind, sind 500 Gramm. Ich muss sagen, aber ihr habt euch doch sicherlich unterhalten. Kamal und du, ihr habt euch doch hingesetzt. Was passiert, wenn er drüber ist? Ja, wir haben uns unterhalten, aber ich sag mal so, der Kampf wird stattfinden. Okay. Der Kampf wird stattfinden. Da sind wir froh. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass du das Gewicht machen wirst. Du hast es bisher immer gemacht. Keine Ahnung, was da an dem Tag vorgefallen ist. Es ist ein Kampf, auf den wir uns alle... War das erste Mal Fehler, oder nicht? Das erste Mal Fehler. Wenn man das erste Mal Fehler macht, weiß man nicht, wie das ist. Genau. Ja, von Fehlern lernt man. Ja. Passiert. Gib uns eine Prognose, wie geht der Kampf aus? Finish. Bodyshot. Denke ich. Das sehe ich. Zum Körper. Mystic Maurice. Ich sag dir jetzt einfach, was ich in meinem Kopf hab, was ich denke. Ja. Und du? Wenn wir 25. März sehen. Du kannst entscheiden, ob ich dich finishen soll, über die Punkte schlagen soll. Kannst du entscheiden. Okay. Ich glaube, dabei verlassen wir es. Der Kampf findet statt am 25. März, Westfalenhalle in Dortmund. Man kann die Luft hier so ein bisschen schneiden. Das ist nicht der typische Black Table, wo die sich gegenseitig irgendwie alles um die Ohren hauen. Es ist eher so ein angespanntes Belauern. Und ich glaube, entladen wird sich diese ganze Energie am 25. März. Weißt du, was das ist? Bock auf den Kampf ist das. Das ist da stimme ich dazu. Ja. Siehst du, da haben wir sogar noch etwas gefunden, auf das beide sich einigen können. Tickets gibt es unter fighting.de/tickets. Es gibt noch ein paar. Ihr seht, die Halle ist groß. Wer es trotzdem nicht hierher schafft, der guckt sich das Ganze an im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube oder im Pay-Per-View auf fighting.de. Meine Herren, vielen, vielen Dank. Es hat mir eine Menge Freude gemacht. Wir sehen uns im März. Bleibt gesund und haut rein. Ich dachte eigentlich, 2022 endet bei mir mit meinem Comeback nach fast 3 Jahren. Die Nachricht hat für jede Menge Unmut gesorgt. Anastasios hat das erforderliche Kampfgewicht nicht gebracht. Ich kann mir jetzt keine Gedanken darum machen, ob der sein Gewicht braucht. Ich mache mir Gedanken um den Kampf. Den habe ich im Kopf. Jetzt muss der Tag noch kommen. Da wird auch das Gewicht passen, da wird alles passen. Und dann werden die Leute sehen, wer wirklich ballern kann. Die Halle hat so eine Stimmung, als wenn die nur für Kampfsport gemacht ist. Wie so ein Schlachtfeld. Im Kämpfen, da kannst du keine Maske anziehen. Im Training kannst du eine Maske anziehen, draußen kannst du eine Maske anziehen, aber da drin zeigt sich, wer du bist.